Lockdown. 8. Folge. To-do. Die Backpapierrolle ist inzwischen komplett ausgerollt. Wie ein brauner Fluss teilt sie mein Wohnzimmer in zwei Hälften. Ich sitze in der Südhälfte, auf dem Boden, den Rücken an der Wand und betrachte die Buchstaben und Worte, die ich aufgeschrieben habe. Buchstaben und Worte. Und darüber im Sonnenlicht den Staub, die tanzende Luft. Schreib auf, was du vorhast, was du planst, was du dir wünschst im Leben. Das war die Idee vor ein paar Tagen. To do, das Leben als Liste. Anfangs war das sehr angenehm. Ich habe mit den leichten Punkten angefangen, den praktischen Dingen. Und es kam direkt ein schöner Klärungsoptimismus in mir auf. Da stand ganz oben: Kleidung waschen, Wohnung saugen, Märchen lesen, Märchen verstehen. Es ging alles sehr gut, aber dann habe ich hingeschrieben, neue Möbel für Wohnzimmer bestellen. Und da wurde es dann schwierig, Möbel für das Wohnzimmer, dieser Punkt hatte so viele neue Unterpunkte. Was für Möbel, war die erste Frage. Allein die Couch, wie soll die aussehen? Nehme ich was Schlichtes? Naturweiß und skandinavisch oder britisches Leder, ein Touch Adel oder entscheide ich mich für die selleriefarbene Schlafcouch von Ikea? Kann ich die ironisch kaufen und wenn ja, ist die Ironie dann auch verständlich? Oder brauche ich dann auch ein falsches Tigerfell, um klarzumachen, was ich meine? Oder ist ein Tigerfell zu oligarchenhaft und ich brauche eine dezentere Ironievariante? Schwachblauen Linoleumfußboden vielleicht? Und was sagt das dann über mich als Persönlichkeit, wenn ich mein Zimmer skandinavisch oder britisch oder ironisch möbliere? Und selbst wenn ich das entscheiden könnte, wenn das überhaupt möglich wäre, muss ich nicht eher ökologisch als optisch entscheiden? Klimawandel und so weiter. Sollte ich mir nicht lieber so ein Sofa aus recycelten Turnschuhen und Lehm kaufen? So ging das immer weiter. Jeder Punkt hatte Unterpunkte und die hatten wieder Unterpunkte und so wurde aus einer einfachen Sache ein gigantisches Problemgeflecht mit riesigen Themen. Erderwärmung, Populismus, Ozeane, Schmutz, Resignation. Und das hat dann auch auf die Liste abgefärbt. Da waren zwar auch noch einige positive Punkte mit dabei, wie Reise buchen, mögliche Frisuren recherchieren, Instrument lernen, Trompete, Fragezeichen in Klammern. Aber eben auch sehr viel Negatives, wie zum Beispiel irgendwie durchhalten, nicht wimmern. Und am Ende, zwar mit Fragezeichen, aber doch Selbstmord? Keine Sorge, das habe ich nicht ernsthaft hingeschrieben. Das habe ich hingeschrieben, um mich über mich selbst zu amüsieren. Das war als Witz gedacht, über die dunklen Tendenzen, die mein Denken zeigt. Über diese Dynamik, die irgendwie alles in Frage stellt. Das Aufstehen, die Freundschaften und auch ein bisschen das am Leben sein. Denn einer meiner Punkte, die erstmal positiv gewirkt haben, war etwas übers Universum lernen. Das habe ich getan. TED-Talks, Dokus, Texte, die ich zu 98% nicht verstanden habe. Das Ergebnis ist ziemlich verheerend, wenn man in die Zukunft schaut. Die Sonne wird verlöschen. Die Erde ist dann ein kalter Ball im Raum. Von uns bleibt nichts. Wir sind nur Zellklumpen, die zufällig im All rumschwirren. Wir leben und lügen uns in eine Bedeutsamkeit hinein, die falsch ist, und sind wieder weg. Da sind dann nur noch die Sterne und die grenzenlose Nacht. Und es ist egal gewesen, ganz egal, ob es mich gegeben hat als kleines, schlimmes Tier. Es ist egal, dass ich hier gerade stattfinde. Das ist nichts, nur ein kurzes Krampfen in einer stillen, sinnlosen Unendlichkeit. Das war auch der Punkt, wo ich dann Selbstmord mit Fragezeichen hingeschrieben habe. Der Witz hat nicht funktioniert. Es ist dann doch bedrückend, dieses Wort. Selbst mit zwei Pünktchen überm O. Selbstmord. Das wird nicht richtig lustig. Es gab aber einen anderen Witz, der funktioniert hat.
Vor ein paar Jahren haben Wissenschaftler zum ersten Mal Gravitationswellen nachgewiesen. In diesem Fall sind die 1,3 Milliarden Jahre alt und kommen von zwei schwarzen Löchern, die miteinander verschmolzen sind. Also eine Hochzeit von zweimal intensivstem Nichts. Und das eigentlich Großartige ist, man kann das hören. Diese Supersensation. Und die klingt so. Das hat mich berührt. Dieser winzige Ton mit einer riesigen Geschichte. Und vielleicht habe ich gedacht, ist das ja eine ganz gute Übersetzung für uns und für das Leben. Einerseits ist das nur so ein kurzes, lustiges Whoop, lächerlich und sinnlos, aber mit einer riesigen Geschichte, wenn man will. Irgendwie ist das doch schön, dass wir dazu in der Lage sind, uns etwas Sinnvolles in die totale Sinnlosigkeit hineinzuerzählen, auch wenn es vielleicht falsch ist, eine Lüge. Es wurde was erfunden. Es war da. Es war sogar interessant für ein, zwei oder drei Augenblicke. Ich werde meine To-Do-Liste weiterschreiben, auch wenn sie nicht ungefährlich ist. Vielleicht werde ich ein paar Grundziele formulieren. Und über eine To-Undo-Liste habe ich auch nachgedacht. Eine Liste, wo die Fehler aufgelistet werden, die ich gerne rückgängig machen würde. Wie die Sache mit meiner Lehrerin und dem Sekundenkleber und dem Hund. Naja, also Schaden habe ich einigen angerichtet. Jetzt werde ich ein paar Entschuldigungsbriefe schreiben. Auf Backpapier. Und daneben male ich eine unruhige Linie. Die Schallwellen von diesem kosmischen Mwiep als kleinen Gag. Thank you.